Und was jetzt? Ich weiß, dass Sie Ihren Koffer nicht verloren haben. Das stimmt. Ich habe meinen Koffer nicht verloren. Aber dafür haben Sie leider Ihr Lächeln verloren. Was soll das heißen? Ich meine nur, Sie haben doch Geburtstag. Habe ich zufällig gehört. Sie haben irgendwie verwirrt und traurig gewirkt. Das fand ich nicht richtig. Wissen Sie denn nicht, was man sagt? Man sagt, wer an seinem Geburtstag unglücklich ist, bleibt es das gesamte Jahr über. Also wollte ich Sie an Ihrem Geburtstag ein bisschen aufheitern. Meine Mom sagt immer, mit etwas Süßem im Mund bleibt man nicht lang verbittert. Wszystkiego dobrego, Bagi Ashri.